Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt-, Energie-, Arbeitsschutz- und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick wenig mit Managementsystemen zu tun hat, nämlich über Russlands Krieg in der Ukraine. Schon kurz bevor der Krieg angefangen hat, hat der Westen ja erste Sanktionen verhängt. Unter anderem hat Deutschland die Inbetriebnahme der Erdgaspipeline Nord Stream 2 gestoppt. Das hat den Beginn des Krieges nicht verhindert und uns ist dann deutlich geworden, dass auch ohne diese Pipeline Russlands Anteil an unserer Gasversorgung bereits 55% betragen hat. Und als dann mit dem Kriegsbeginn über weitere Sanktionen diskutiert wurde oder auch die Angst aufkam, dass Russland seine Öl- und Gaslieferungen einstellen könnten, ist das Thema Energiesicherheit wieder nach ganz oben auf der politischen Agenda gerückt. Energiesicherheit, also die Sicherheit der Energieversorgung, hat insbesondere, das ist die Grundlage unserer Industriegesellschaft und wie sich bei diesen Diskussionen zeigte, spielt sie auch eine große Rolle in den Grundstoffindustrien. Und deswegen hat ja so mancher Industrievertreter, als über Sanktionen diskutiert wurde, dann auch vor dem Domino-Effekt gewarnt. Fehlende Grundstoffe könnten dann große Teile der deutschen Industrie lahmlegen. Ob das jetzt wirklich so gekommen wäre, sei mal dahingestellt. Aber aus Sicht der Unternehmen haben ja schon alleine die gestiegenen Gas- und Ölpreise dafür gesorgt, dass man sich mit dem Thema beschäftigen musste. Ja, und eine Organisation, die ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 betreibt, sollte von diesen Dingen eigentlich nicht überrascht gewesen sein. Denn die Norm fordert ja im Abschnitt 4.1, Kontext der Organisation, dass man sich mit den internen und externen Themen beschäftigt, die dazu führen könnten, dass das Energiemanagementsystem seine beabsichtigten Ergebnisse nicht erreicht, dass man einen Blick nach außen wirft. Und der Hintergedanke dieser Normanforderung ist ja, dass ein Unternehmen dafür sorgen soll, dass das Energiemanagementsystem sich eben mit den Themen beschäftigt, die aus Sicht des Unternehmens richtig und wichtig sind. Und wenn man jetzt mal im Zusammenhang mit dem Kontext einen Blick auf den Hintergrund dieser Abhängigkeit von russischem Gas wirft, dann sieht man, dass diese Entwicklung ja nicht naturgegeben war, sondern sogar politisch sehr umstritten war. Wenn wir uns etwa diese Pipeline Nord Stream 2 anschauen, dann ist sie gegen heftigen Widerstand der osteuropäischen Länder und der gesamten EU, die sich dagegen ausgesprochen hat, aber auch der USA, gebaut worden. Alle haben sie gewarnt vor der zunehmenden Abhängigkeit von russischem Gas. Wir haben diese Pipeline trotzdem gebaut und das war keine einsame Fehlentscheidung der Politik, sondern sie ist dazu auch heftig gedrängt worden von der Industrie, die ein Interesse an niedrigen Preisen für Gas hatte und das hat Russland eben versprochen und bis dahin auch gehalten. Und die Haltung der Industrie zeigt auch das Beispiel BASF. Die BASF hatte ja in den 1990er Jahren nach der Liberalisierung des Energiemarkts ein eigenes Gasnetz und eigene Gasspeicher aufgebaut und hat diese 2015 an den russischen Gazprom-Konzern verkauft. Also auch hier gab es keine Berührungsängste. Ja, das Beispiel BASF zeigt auch, dass eine Beschäftigung mit dem Thema nicht vor, aus heutiger Sicht, Fehlentscheidungen schützt. Aber in der Summe geht man natürlich oder kann man davon ausgehen, dass Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, weniger überrascht werden von solchen externen Entwicklungen. Und das ist ja auch der Grund, warum die Autoren der ISO 50001 diese Anforderungen nach der Beschäftigung mit dem Kontext in die Norm geschrieben haben. Und auch wenn der Krieg in der Ukraine hoffentlich mal vorbei sein wird, wird uns das Thema ja nicht loslassen. Da gibt es ja auch noch den Kampf gegen den Klimawandel, der eine Umstellung auf erneuerbare Energien erfordert
Und diese Umstellung bringt sicherlich auch Herausforderungen und bestimmt auch noch die eine oder andere Überraschung mit sich. Und man tut als Unternehmen also gut daran, den Blick nicht vom Kontext, vom Umfeld abzuwenden, damit man von dem, was da auf uns zukommt, nicht zu sehr überrascht wird. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.